das mag vom Töten. Voller Vorfreude brach ich auf, meine alten Freunde in Landau wiederzusehen. Im Gepäck viele alte, ja man kann schon sagen, nostalgische Erinnerungen und Fotos. Vor vielen Jahren waren wir eine eingeschworene Clique und verstanden uns hervorragend. Uns einte, dass wir alle eine Kreidler fuhren, die wir nach Herzenslust frisierten, bis die Bofas locker 80 Sachen machten. Doch wie das oft so ist, Ausbildung, Studium und Beruf verteilten uns auf das ganze Bundesgebiet und der Kontakt brach nach und nach ab. Über die sozialen Netzwerke fanden wir uns vor einiger Zeit wieder. Zunächst teilten wir nur so Allgemeines darüber, wie es uns geht und was der Einzelne so macht. Dann Smartphone und Skype kamen dann auch bald erste Videogespräche zustande. Wir waren doch erstaunt, wie sehr wir uns verändert hatten. Die Smartphones liefen heiß, nach langem Hin und Her wurde ein Termin gefunden und ein Treffen vereinbart. Das Hallo war groß und die Freude über das Wiedersehen war allen anzusehen. Den ganzen Nachmittag zogen wir durch Landau und staunten, wie sehr sich die Stadt verändert hatte. Dank der Smartphones wurden viele Fotos und Selfies geschossen. Nur ich benutzte noch meinen Fotoapparat. Hungrig machten wir uns dann auf in unser ehemaliges Lieblingslokal. Ja, das gab es noch, auch wenn uns ein neuer Wirt begrüßte. Als das Essen serviert wurde, geschah es. Einige Smartphones wurden gezückt und das bestellte Essen fotografiert. Nur noch schnell auf Ratzenbuch und Co. teilen, dann bin ich wieder bei euch, klang es da von verschiedenen Seiten. Vergesst den Hashtag Football nicht. Trotzelte ich noch und widme mich meinem Essen. Bing, 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 schallte es aus den Smartphones rund um den Tisch und das Essen wurde zur Lebenssache. Gespräche verstummten und die Aufmerksamkeit galt nur noch dem, was da so an Mitteilung bei den Einzelnen einging. Ach, schau mal, was für ein niedliches kleines Video, das mir von meinem Freund geschickt wurde. Och nö, ich hab jetzt keine Lust auf Videos. Lasst uns unser Essen genießen. Ich konnte es nicht fassen, was sich da vor meinen Augen und Ohren abspielte. Statt als Gruppe saßen da auf einmal nur noch einzelne Menschen zusammen, stocherten mit der einen Hand im Essen und mit der anderen tippten sie auf ihre Smartphones ein. Ich fragte mich, warum nochmal sind wir hier zusammengekommen? Doch bestimmt nicht auf die gemeinsamen, auf die blöden Smartphones zu starren. Verdammt, die Dinger töten jede Gemeinsamkeit. Stumm verzehrte ich meine Mahlzeiten und überlegte, ob ich nicht gehen sollte. Die Smartphones hatten uns in zwei Gruppen zerteilt. Ich wollte noch einen Versuch wagen, die Gemeinschaft wiederherzustellen. Da hieß es schon wieder, schau mal das süße Katzenvideo. Ich kam mir vor wie im falschen Film. Früher hätte es das nicht gegeben. Da hätten wir gemeinsam gelacht und Geschichten erzählt. Enttäuscht verabschiedete ich mich so schnell es ging. Mein verfrühter Abgang wurde kommentarlos hingenommen. Wieder zu Hause wurde mir allzu deutlich klar, ich will kein Smartphone. Ich kenne mich. Ich hätte mich nämlich bei diesem Kommunikationstöten auch noch beteiligt. Ich bleib lieber bei meinen jetzigen Freunden, denn mit denen kann ich dichter zusammen sein.